Was ich euch letzte Woche nicht erzählt habe, ist, als ich hier hingekommen bin mit meiner Frau vor 5 Jahren, um diese Kirche hier zu starten mit wunderbaren Menschen, die hier vor Ort schon lange dafür gebetet haben, da habe ich nicht gemerkt, dass der Teufel genau das in meinem Leben versucht hat aufzugleisen. Wir sind hier hingekommen und wir haben in Zürich logischerweise gute, langjährige Freundschaften zurückgelassen. Wir waren dort in einem Team von Angestellten, 40, 50 Leute, die für diese Kirche in Zürich gearbeitet haben. Und viele davon waren über viele, viele Jahre meine engsten Freunde. Ich hatte eine wunderbare Small Group, beziehungsweise war Teil einer Kleingruppe. Und natürlich wussten wir, hey, wir geben einiges auf, wenn wir hier hinkommen. Und vielleicht am Anfang nicht sofort wieder gleich gute Freunde haben können. Gott sei Dank hat Gott ein paar Leute hierhin schon gestellt, die förmlich auf uns gewartet haben. Trotzdem ist Folgendes passiert. Ich weiß noch, wie ich eines Tages alleine als einzige Angestellte damals vom ICF Hamburg, wir hatten kein Team, wir hatten kein Office, kam ich zurück aus der Stadt. Hab den ganzen Tag allein gearbeitet. Ich war ausgelaugt, ich war einsam und ich habe über meine Baustellen und Kämpfe nachgedacht. Und ich habe so darüber nachgedacht, krass, meine Freunde, die sind jetzt alle im ICF in Zürich und die haben das Office und die können jetzt beten, beim Mittagessen können die austauschen und sich ermutigen. Und wenn einer mal irgendwie schwach ist, dann können die anderen den aufheben. Und dann kam so ein Gedanke in mir und der fühlte sich im ersten Moment sehr wahr an. Und der Gedanke war so, jetzt bist du richtig stark geworden, Andi. Du bist jetzt irgendwo tougher als deine Freunde. Wenn die wüssten, was du durchmachst, die haben doch alle keine Ahnung. Und es fühlte sich irgendwie wahr an und es fühlte sich an, wie wenn es keine Alternative gäbe, als das zu glauben. Es fühlte sich an, wie wenn der Teufel mir sagt, weißt du, damit musst du jetzt einfach leben. Du wirst das jetzt auch so nicht wieder verändern können. Akzeptier es einfach. Akzeptiert, dass du einsam bist. Und ich spürte gleichzeitig, wie ein gewisser Stolz in mein Leben kam. Ich brauche gar keine Freunde. Fast sogar ein religiöser Stolz, der sagt, ich bin so krass mit Gott unterwegs, ich brauche gar keine Freunde. Und ich bin so froh, dass wir kurz danach auf einem Pastoren-Retreat waren mit den anderen ICF-Pastoren. Und wir haben genau diese Geschichte von Elia unter die Lupe genommen. Und ich habe mit einem guten Freund aus Mannheim, der Benny, gebetet. Und wir haben den Geist Gottes gefragt, das, was wir jetzt gleich alle zusammentun werden. Gott, bin ich in einem Bereich mit Blindheit ausgestattet? Hat der Teufel in einem Bereich mir eine Lüge hinter die Ohren gepackt, wo ich drauf und dran bin, vom Kurs abzukommen? Und während wir da saßen auf dem Balkon in meinem Zimmer, merkte ich, plötzlich sah ich diese Szene wieder. Als ich diesen Gedanken das erste Mal hatte, auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit. Plötzlich merkte ich, wow, das war nicht Gott. Das ist eine Lüge. Und plötzlich merkte ich, krass, ich habe seitdem mich angefangen zurückzuziehen von Freunden, die ich hier eigentlich schon hatte. Ich habe mir eingeredet, dass ich keine Small Group finde, weil das ja so schwer ist, als Pastor selber eine Small Group zu haben. Alles so Denkkarusselle. Und kaum hat der Heilige Geist die Taschenlampe angemacht, lag es plötzlich ganz offensichtlich vor mir. Und ich merkte plötzlich, das ist ja eine Lüge. Das stimmt ja gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es ist so wichtig, dass wir hören und Gott Fragen stellen. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel aufschlagen, damit Lügen in unserem Leben aufgedeckt werden. Damit da Licht drauf kommt und der Geist Gottes sagen kann, guck mal, das stimmt doch gar nicht.